Also vielleicht wird es sich irgendwann mal lohnen, irgendwo eine Wüste zu suchen oder sowas. Oder einen großen, ausgedehnten Sandstrand und dort ein paar Wochen Urlaub zu machen. Und dann ungetaner Dinge wieder zurückkehren und sich wundern, warum man überhaupt weg war. Zu Hause ist doch am schönsten. So, gib mal das ganze Zeug her. So, gut. Ich denke, 36 Sand habe ich jetzt. Okay, das ist mehr als genug. Das kommt immer mal gar nicht so viel vor. Wenn man wirklich ein schnelles Werkzeug hat, dann ist das eine sehr schöne Sache, wie schnell das geht. Ich wundere mich gerade nur ein bisschen. Drop the bass. Ich wundere mich gerade nur ein bisschen, wie das sein kann, dass wir so wenig zu essen haben, dass ich nichts mehr zu essen habe. Ich glaube, das war nur ein bisschen von den Hühnern, ne? Was wir so gebraten haben. Es ist natürlich ein bisschen schade, in Thermal Foundation, der Redstone Furnace, der konnte Nahrungsmittel ganz besonders schnell braten. Und das war immer eine schöne Sache. Hier habe ich gerade gar nichts zu essen. Ah, Raw Pork Chop. Okay, das sollte relativ viel sein. Das ist mehr als genug. Brauchen wir ein bisschen Glas. Und seht ihr, die Wrench geht wirklich kaputt. Einmal gedreht und schon geht es ein bisschen kaputt. So, dann haben wir Iron. Die Iron Gear von Buildcraft. Sind die nicht eigentlich... Nee, die sind nicht einfacher herzustellen. Okay, gut. Gut zu wissen, dass die nicht einfacher herzustellen sind. Weil ich bin immer der Meinung, es gab auch andere Gears. Aber diese einfach zu bauenden Gears sind, glaube ich, von Thermal Foundation. Also Thermal Foundation ist tatsächlich eine Menge wert. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt brauchen wir nur noch die Tanks. Weil den Eimer habe ich ja schon. Und ein Tank ist relativ teuer, ne? Oh ja, boah. Okay, dann gehen wir am besten gleich schlafen, weil es hat keinen Sinn, jetzt noch wach zu bleiben. So oder so nicht, ne? Okay. Dann werden wir jetzt noch diese Pumpe bauen. Und dann soll es das, glaube ich, gewesen sein, vorerst. Aber es kommt zusammen, ne? Kann man jetzt nicht sagen, dass es nicht zusammenkommt. Wir haben ein einziges Tiny Dry Rubber. Nur wie diesen verdammten Furnace. Und dann muss ich mir noch andere Kabel suchen, die hier mit Redstone Flux funktionieren. Weil diese Copper-Cable, die wir haben, die funktionieren nur mit EU. Und nicht mit Redstone-Flux. Aber wir haben hier ein Redstone-Flux-Output. Und da müssen wir mal gucken, was wir da für Kabel nehmen können. Das weiß ich nämlich aktuell nicht. Dann können wir den Output nach hinten drehen und legen hier hinten Kabel entlang. Das wird ganz großartig. Da können wir dann auch gleich nochmal gucken, was es da für Kabel gibt. Das weiß ich nämlich aktuell nicht. Mann, das ist aber toll. Warum braucht denn das so viel Glas? Kann man Glas noch anders herstellen? Schmelzen, ja. Thermionic Fabricator. Klar, das ist natürlich einfacher. Villager Chiseling Material Stonework Factory. Eine was? Okay, die braucht zwei Pickaxes. Was? Zwei Pickaxes und ein Furnace und dann macht die aus Cobblestone Glas? Was ist das denn? Material Stonework Factory. Was zum Geier ist das? When provided with power, it will start generating cobblestone. Okay. It has four operations that the machine can do. It can smelt items, 2x2 craft them, it can grind them, and it can 3x3 craft them. For example, the first slot is cobble and the first operation is smelt. Then the cobble will turn into stone. The second operation is 2x2 craft. Then the stone will turn into stone bricks. Okay, das ist cool. Das ist tatsächlich keine doofe Sache. Oh, warte, konnte man nicht A drücken, um das hier... Ja, und dann kann man hier hinsetzen, was man... Okay, sehr gut. Danach hatte ich eigentlich gesucht. Okay, finden wir eigentlich ganz interessant. Material Stonework Factory, das will ich mir eigentlich noch merken irgendwo. Und dann gucken wir mal nach dem Furnace, nach dem Resourceful Furnace. Den wollen wir herstellen und wir haben jetzt auch Gold gefunden. Fantastisch. Und dann gucken wir mal nach Cable. Das sind nämlich hier die normalen Industrial Craft Cable. Audio Cable, Computronics. LV Flux Cable. Okay, Flux Cable. Low Voltage. Das ist natürlich interessant, dass sie das genauso übernommen haben. Sehr einfach herzustellen. Oder später mit Silber oder mit Gold und Diamond. Okay, das ist cool. Das stellen wir auch dahin. Das können wir benutzen. Seedable Copper Cable ist natürlich cool. Das sind wieder Galactic Craft. Galactic Craft müsste ja auch... Plasma Cable, wozu ist das denn gut? Ha, weiß ich nicht. Ich glaube, das Glasfiber Cable war immer das Beste für Strom, auch weil der keinen Verlust hat. Weil ich bin der Meinung, dass die Copper Cable einen Verlust haben,
über eine gewisse Strecke und dann nicht mehr alles übertragen. Was realistisch ist, aber sehr nervig. Kann man nicht anders sagen. So, Tank, Pump, Bam. Eine Pumpe hergestellt. Und die muss, glaube ich, über dem Wasser stehen. Und dann kann sie von Redstone Furnaces... Genau, da ist gleich das Ding runtergegangen. Ich glaube, die braucht keinen Strom. Aber ich... Nee, die braucht keine Pumpen, glaube ich. Entweder die braucht Pumpe oder. Ich bin mir gerade nicht so sicher. So, wir brauchen jedenfalls eine... Ich weiß nicht mal, ob wir eine Wooden Fluid Pipe brauchen. Oder einfach nur eine... Hä, sollen wir Cobblestone oder Stone? Cobblestone Transport Pipe. Das reicht eigentlich. Wir brauchen eigentlich keine Stone Transport Pipe. Eigentlich brauchen wir das nicht. Wir wollen das erst einmal so kurz probieren. So, Cobblestone Transport Pipe. Und gucken mal, ob da überhaupt irgendetwas rauskommt. Ansonsten werden wir noch was anderes brauchen. Achso, das geht natürlich so oder so nicht. Weil das nur eine Cobblestone Transport Pipe ist und keine Fluid Transport Pipe. Wir brauchen ja Pipe Sealant. Und das kommen wir aus Cactus Green oder Slime Ball. Oder aus Beeswax. Oder in einem Compressor Sticky Resin, aber das haben wir noch nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendetwas von dem anderen Zeug haben. Aber ich fürchte fast nicht. Nö. Wir haben nichts von all dem. Ein Cactus Green. Wo kriege ich denn Cactus Green her? Nehmen wir mal an, ich habe keinen Kaktus. Kann ich einen Slime Ball herstellen? Nicht so wirklich. Also schon irgendwie... Aber nicht so wirklich. Kann ich einen Cactus Green herstellen? Aus Lapis und Dandelion. Das ist natürlich eine andere Sache. Wir haben nämlich Lapis und eine gelbe Blume könnte ich hier irgendwo finden. Dandelion ist ein Löwenzahn. Das ist natürlich klar. Es heißt zwar Cactus Green, aber im Endeffekt ist es nur ein grüner Farbstoff. Und dann können wir Lapis mit einem gelben Farbstoff kombinieren und dann haben wir grün. Warum wachsen hier keine Blumen? Was ist denn hier los? Was ist denn das hier? Ist das da hinten... Ja, das könnte entweder ist es eine gelbe Blume oder es ist einfach nur der blaue Himmel zwischen ein paar Sugarcanes. Das sieht auch manchmal so aus. Hier wachsen einfach keine Blumen. Normalerweise dreht man sich in Minecraft zweimal und überall sind gelbe und rote Blumen. Kühe. Auch interessant. Warum nicht? Und so unrealistisch wie es sein mag, ich fände es cool, wenn die Kühe auch einen Eimer Milch droppen können. Gut, dann könnte man sie wahrscheinlich für Iron farmen. Aber ich fände das eine lustige Game-Mechanik. Ob es nur Sinn macht oder nicht, ich fände es lustig. In einem Computerspiel wie Minecraft, finde ich, darf das sein. Ha! Das hier, guck mal, das hier sieht Vanilla-mäßig aus. Hier sind überall Birches. Da! Ich kann nicht mehr rennen. Da haben wir Dandelion. Sehr schön. Dann können wir uns ein bisschen grünen Farbstoff herstellen. Also ja, das ist halt die alte Logik. Wir machen uns eine Versiegelung, eine Dichtung praktisch. Einfach nur, weil es ein grüner Farbstoff ist. Dabei müsste es eigentlich aus einem Kaktus bestehen. Das macht ja gar keinen Sinn. Pipe Sealant. Bam. Cool. So, machen wir Cobblestone Fluid Pipe. Fantastisch. So. Das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ich werde dann nochmal losgehen müssen, aber für den Augenblick will ich nur probieren, ob das funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann brauchen wir sowieso noch ein paar andere Sachen. Und dann können wir auch zusehen, ob wir vielleicht noch einen Kompressor bauen, um das aus dem Sticky Resin rauszubekommen. Weil das ist natürlich die bessere Methode, wenn wir das einfach anpflanzen können, anstatt immer nach Blumen suchen zu müssen und verhältnismäßig wertvolles Lapis zu verschwenden. Das widerstrebt mir eigentlich so ein bisschen. Wenn man darüber nachdenkt, dass es eigentlich nur grüner Farbstoff ist, wenn ich irgendwo einen Kaktus finden würde, das genauso viel bringen würde. Wir können natürlich auch einfach Kakteen anpflanzen. Ne? Eine kleine Kakteenfarm ist im Endeffekt genauso effizient. So, jetzt gucken wir einfach mal, ob das funktioniert oder nicht. Nö. Okay. Dann bauen wir eine Wooden Pipe dazwischen. Und hoffen, dass das funktioniert. Und wenn das auch nicht funktioniert, brauchen wir ein Redstone Furnace dazu. Und da weiß ich nicht, ob wir alle Materialien haben. Obwohl Iron und Redstone sollten wir eigentlich alles haben. Eigentlich. Warte, machen wir erstmal Raw Pork Chop, damit wir was essen können. So, jetzt machen wir hier kurz aus dem Holz
eine Wooden Pipe. Ah ja, okay, war andersrum. Wooden Fluid Pipe. Wooden Extract. Okay, muss unbedingt quer sein. Geht nicht anders. Bitte sehr. Wooden Fluid Pipe. Die Wooden Pipes sind dafür da, um Sachen aus Inventaren herauszuholen. Das geht nicht immer ohne. Und das geht trotzdem nicht ohne. Okay, dann brauchen wir ein Redstone Furnace und vielleicht war die Wooden Pipe umsonst. Das weiß ich jetzt nicht. Das werden wir, nee, Redstone Engine. Nicht Redstone Furnace. Ein Redstone Engine brauchen wir. So. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Sticks. So. Machen wir erstmal zwei Wooden Gears. Bam, bam. Und einen Piston. Bam. Oh, das geht ja sogar. Ein Redstone Engine. So. Der muss normalerweise, wenn wir mit einer normalen Pipe aus einer Chest Sachen rausholen muss der Redstone Engine an der Pipe angeschlossen werden. Aber ich glaube, bei der Pumpe muss er an die Pumpe angeschlossen werden. Der Redstone Engine läuft auf Redstone. Das heißt, er braucht keine Kohle. Es gibt auch Combustion Engines, die brauchen Kohle. Dann sind sie erheblich schneller. Der Redstone Engine läuft mit Redstone. Das heißt, wir können einfach einen Hebel nehmen oder einen Redstone Torch und dann ist der aktiviert. Und jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Der pumpt jetzt. Ah, hat schon aufgehört, weil die Redstone Torch das nicht wegblocken kann. Okay, warte mal. Dann machen wir kurz hier einen Marble hin. So, dahin. Und machen mal so. Und jetzt gucken wir. Pest is made the advancement free power. So. Und jetzt gucken wir, ob das funktioniert oder nicht. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir nicht die Pumpe antreiben sozusagen, sondern oben das Ding. Und wenn da gar nichts passiert, wäre natürlich auch doof. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass der hier das überhaupt akzeptiert. Aber sieht so aus. Sieht so aus, als ob der das akzeptiert. Okay, das sieht eigentlich nicht so aus, als ob es funktioniert. Deshalb werden wir den mal kurz... Oh, warte mal, wir machen mal... Nein, das ist ja Buildcraft, das ist ja Quatsch. Da brauchen wir die Pipe nicht. Die Wrench nicht. Okay, das ist nicht richtig, denn doch mit der... Ja, doch mit dem. So, dann machen wir das mal so. Bam. Und machen den Marble dahin. Nee, wir machen den Marble nach oben. Ansonsten könnte es sein, dass wir mit der Redstone Torch die Pumpe deaktivieren. Das ist auch immer eine Möglichkeit. So, jetzt probieren wir das mal so. Oh, da pumpt er gar nicht. Okay, er pumpt nicht. Das bedeutet für uns, der ist dafür nicht gemacht. Das ist nicht richtig. Okay, dann machen wir einfach mal weiter und lassen den laufen? Fragezeichen? Ich weiß nicht, das kommt mir... Draining the world! Draining the world! Doch, jetzt kommt es kommt was. Sehr schön, es funktioniert. Okay, die Pipe füllt sich. Das ist sehr schön. Jetzt funktioniert. Ich weiß nicht, warum es eben nicht funktioniert hat. So, da können wir jetzt hier weitergehen und müssen das miteinander verbinden. Und wir sehen, es reicht natürlich nicht. Wir müssen noch mehr machen und das bedeutet, wir brauchen auch noch mehr Pipe Sealant. Ja. Gott, warum? Ja, so. Ich meine, wir können natürlich viel mehr herstellen. Das ist kein Problem. Aber ich habe nicht genug Pipe Sealant. So, können wir nur noch 3 Pipes herstellen. Und dann sind wir hier an einem traurigen Ende angekommen. Oh, der will den mit Wasser füllen? Warum? Was macht denn der mit Wasser? Gar nichts macht der mit Wasser. Das ist natürlich doof. Können wir das hier... Nee, können wir nicht. Dann müssen wir hier mal einen Block nach oben gehen, damit der den nicht fälschlicherweise mit Wasser füllt. Ich weiß nicht, was dann passiert. Wahrscheinlich nichts, aber man kann ja nie so genau wissen. Nicht wahr? So, du bekommst jetzt erstmal noch einen frischen Block. Bop. Genau, der extrahiert munter und wenn wir irgendwo ein Kaktus finden oder so, dann können wir das auch besser machen. Und ihr seht, der Redstone Engine hat bei blau angefangen und da geht jetzt in grün über, wird dann glaube ich gelb und dann rot, wenn er auf voller Power ist. Und wenn irgendetwas blockiert, dann wird er rot und bleibt stehen. Und ich glaube, da muss man ihn irgendwie reaktivieren. Das heißt, es wäre theoretisch besser, wenn man hier einen Hebel hätte, anstatt einer Redstone Torch, damit man ihn aktivieren und wieder deaktivieren kann. So.
Das ist eigentlich die bessere Methode, als es so zu machen mit einer Redstone-Torch, die man halt abbauen muss. Oh! Natürlich, wir sind in einem Sumpf. Hier spawnen Slimes. Das ist sehr gut. Oh Gott. Scheiß Creeper. Nein, das ist tatsächlich sehr gut, weil wir dann die Slimeboards bekommen. Aus denen können wir Sealant herstellen. Großartig. Na, das löst ja gleich wieder ein paar Probleme. Fantastisch. Das ist dann natürlich wieder so eine Situation, wo man denkt, okay, jetzt höre ich auf. Und dann löst sich plötzlich ein Problem. Das ist sehr gut. Fantastisch. Dann können wir hier kurz noch Tin Dust von mir aus, ist eigentlich egal. Und dann, das ist ja super. Das ist sehr viel besser, als ich erwartet hatte. Das ist natürlich sehr günstig, dass wir in einem Sumpf sind. Use. Wie kann man das herstellen, das Pipe Sealant? Ach, einfach so. 1:1. Bam. Und mit den Cobblestone Transport Pipes. Bam. Gleich nochmal 11 bekommen. Das ist super. Fantastisch. So. Ich glaube, unsere kleine Pumpe wird natürlich ein paar Probleme haben, wirklich dafür zu sorgen, dass wir jetzt eine steile Steigung mit unseren Pipes angehen können. Also wenn ich jetzt eine riesen Wassersäule mache, dann kommt, glaube ich, die eine Pumpe nicht mehr hinterher. Dann bräuchte man mehr Redstone-Engines oder möglicherweise auch mehr bessere Pipes. Das kann sein. So, jetzt ist es natürlich hier auf einer blöden Höhe, wo ich nicht drüber springen kann. Und sowas mag ich eigentlich immer gar nicht. Entweder sollen sie 3 hoch sein oder nur 1 hoch sein. Das ist genau auf Stirnhöhe. Kann man richtig zack immer gegenlaufen. Das ist doof. Das gefällt mir nicht. Deshalb machen wir das gleich noch ein bisschen höher. Nachdem wir hier nochmal so gemacht haben. Bam, bam. Wir haben da eh nicht an Pipe Sealant. Ah, ich habe ja sogar noch ein bisschen Cobblestone Pipe. Seht ihr, das ist natürlich ein Problem, weil die sich so ähnlich sind vom Aussehen her, dass man hier große Probleme hat. Oh, die bauen schön schnell ab. Sehr gut. Man hat natürlich Probleme, die voneinander zu unterscheiden, weil die sich so ähnlich sehen. Das mit dem schnell abbauen, das ist, glaube ich, neu. Das ist vielleicht ein Quality of Life, weil früher hat es sehr lange gedauert, die abzubauen. Und das war immer ein Krampf, wenn man mal irgendwo Pipes neu verlegen muss und es dann so schwer geht und so lange dauert. Deshalb hatte Buildcraft, glaube ich, auch eine Wrench. Aber, weiß ich, damals hat jede Mod gedacht, sie braucht eine Wrench. So, jetzt kriegt der aber endlich sein Wasser und dann müsste der hier immer weiter Tiny Dry Rubber herstellen, weil Fluid Latex geht ihm nicht so schnell aus. Klar, die Pipe wird jetzt nicht wirklich voll sein, meine mit der Zeit schon, aber jetzt kommt erstmal tröpfchenweise das Wasser rein und wir werden sehen, wie der damit umgeht, ob der anfängt zu processen oder wartet, bis es ein ganzer Eimer ist. Wir hoffen, dass... Ja, es funktioniert. Das funktioniert und sobald es ein Eimer ist, wird er anfangen und es bearbeiten. Sehr schön. Guck mal, wie es läuft. Es läuft. Jetzt ist es angekommen. Es läuft. Und da ist ein zweiter. Und da kommt... Boah, das kommt aber schnell rein. Also viel schneller, als ich dachte. Fantastisch. Das ist ganz großartig. Natürlich springt unser Generator dann an, aber das ist ja großartig. Super. Was für eine fantastische erste Aufnahmesession. Meine lieben Zuschauer, trotz der ganzen technischen Probleme, ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung wie, aber ich hoffe es. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.